Willkommen zu The Brief from Brussels. Schon immer wurde der Europäischen Union vorgeworfen, ein wirtschaftlicher Riese, aber ein diplomatischer Zwerg zu sein, mit einiger Berechtigung. Die neue EU-Kommission, jetzt 100 Tage im Amt, will dies ändern. Wie sieht die außenpolitische Bilanz Ursula von der Leyen aus? Ein Bericht von Anna Lazzaro. This commission will be a geopolitical commission. Die Präsidentin der EU-Kommission machte es in ihrer ersten Pressekonferenz klar, die Europäische Union solle eine größere Rolle in der Welt spielen. Sie sehe Europa als Hüterin des Multilateralismus, so Ursula von der Leyen weiter. Die Staaten Europas seien stärker, wenn sie zusammen das täten, was sie allein nicht leisten könnten. Entsprechend reiste Europas Außenbeauftragter Josep Borrell um die Welt und besuchte den Iran, den Sudan und das Kosovo. Dazu hatte er bereits mit handfesten Krisen zu tun, von Libyen bis zum Konflikt an der griechisch-türkischen Grenze. Im Europäischen Parlament herrscht die Meinung vor, Europa sei auf dem richtigen außenpolitischen Weg. Es sei richtig gewesen, dem türkischen Präsidenten in Brüssel klar zu sagen, dass seine Erpressung inakzeptabel sei. Europa habe sich dadurch Respekt verschafft. Auch sei es richtig, eine militärische Operation vor der libyschen Küste gestartet zu haben, um das Waffenembargo durchzusetzen. Das sei höchste Zeit gewesen. Doch die Schwäche der EU-Außenpolitik ist das Prinzip der Einstimmigkeit. Ein Land kann allein jede Entscheidung blockieren. Borrell will nationale Vetos durch ein System unterschiedlicher Geschwindigkeiten vermeiden. Alternativen werden überlegt, so der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Vielleicht könne man qualifizierte Mehrheiten in bestimmten Bereichen und vorübergehend testen, etwa bei Sanktionen. Langfristig hat die Kommission eine neue Strategie vorgelegt, um Afrika zur Priorität zu machen. Eine Initiative, deren Entschlossenheit durch den Besuch von 20 EU-Kommissaren nach Äthiopien noch unterstrichen wurde. Dennoch gibt es Kritik von humanitären Organisationen. Es sei enttäuschend, dass sich die Initiative auf wirtschaftliches Wachstum und den Privatsektor konzentriere und nicht auf öffentliche Dienstleistungen oder Armutsbekämpfung. Doch der Erfolg von Europas Außenpolitik hängt ganz wesentlich von ihrem künftigen Budget im europäischen Haushalt ab.